Leute und willkommen zurück zu einem neuen Video von uns mit Vanessa. Wir haben heute Wer würde eher Fragen, die Vanessa für uns herausgearbeitet hat. Und ich würde sagen, wir schnappen nicht lang, sondern fangen sofort an. Ich denke, das Prinzip kennen die meisten. Also, let's go. Wer würde eher in der Wildnis überleben? Okay, 3, 2, 1. Ups. Ja, glaube ich auch. Ich bin schon bei Kleintieren raus. Wer würde eher den besten Freund mitten in der Nacht vom Flughafen abholen? 3, 2, 1. Ja, würden wir, glaube ich, aber beide machen. Würden wir auch safe beide machen, aber es geht ja darum, wer würde er. Und ich bin ja so nachtaktiv. Ja, vielleicht hättest du mehr Bock drauf. Weil ich würde es machen, aber ich hätte vielleicht nicht so Bock drauf. Du hättest mehr Bock drauf. Aber ich würde es trotzdem machen. Wer würde er dem anderen sein Auto leihen? Ja. Ist normal, dein Auto ist neu. Wer würde er bei einem Kinderfilm weinen? 3, 2, 1. Du nicht? Nö. Doch. Bei welchem würdest du denn weinen zum Beispiel? Ich weiß, ich bin halt Heulsuse, ne? Wie gesagt, ich projiziere da mein Leben in diesen Film und dann denke ich mir so, ich muss weinen. Nee, Bambi jetzt nicht um, obwohl. Ja, ich glaube auf jeden Fall eher du. Ich bin auch so ein Filmweiner, deswegen bei mir ist es schwierig. Wer würde er, wenn er Kinder hätte, den Kindern Eis zum Frühstück geben? Ich auch. Oh mein Gott, ich dachte, ich bin so diese Tante, die so alles gibt. Ich wäre einfach wie meine Oma. Ich durfte nie Milchschnitte essen, weil meine Oma durfte die alles. Das Ding ist, manchmal ist der erste Instinkt ist so, wer auch ich, weil ich halt auch Kochen hasse und mir dann denke, okay, ich würde meinen Kindern nicht wegen Kochen, geben. Ich rede vom Dings her, so Eis. So. Du würdest ja eher ein Brot geben als ein Eis. Und ich bin so, wenn mein Kind sagt, ich habe Bock auf Eis, dann gibt's Eis. Brot müsste ich auch noch schmieren. Eis muss ich einfach geben. Du meinst jetzt von der Faulheit. Genau, weil ich halt auch mega faul bin und ich glaube, ich wäre nicht so, ich weiß nicht, aber vielleicht... Und was ist, wenn du was Herzhaftes da liegen hättest? Ja, komm, ist okay, komm hier. Wer würde er sein Haustier als sein Kind bezeichnen? Das ist einfach so. Ja, Mann. Auf jeden Fall. Safe für beide. Wer würde er 6 Uhr Eier essen? Ich niemals, ich esse nicht mal Eier. Aber das Ding ist, ich esse zwar Eier, ne? Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe bei Eier so ein ganz komisches Verhalten. Bevor ich Ei esse, also wenn ich Spiegelei mache, muss ich erstmal diesen einen Dotter an diesem Eigelb abmachen. Mit der Schale geht das ja nur ab. Dann brate ich mein Spiegelei und dann muss ich diese Schleim auf dem Dotter nochmal abmachen und zur Seite ziehen, damit das auch mit durchbrät. Also ich bin, also was Eier angeht, bin ich ganz kompliziert, deswegen rohe Eier würde ich never ever essen. Das ist für mich ganz eklig, dieses schleimige. Ja, also ich esse halt gar keine Eier, außer dass ich irgendwo im Kuchen oder keine Ahnung was drin, aber roh, also pure Eier esse ich halt nicht. Wenn ich irgendwann in Amerika bin, kann ich für nichts garantieren. Warum? Aber weil da dieses American Breakfast anders ist. Das ist doch gar nicht zu vergleichen irgendwie mit den Eiern hier. Also da gab es auch ekliges Ei, was ich gegessen habe. Dann habe ich es halt nicht gegessen. Mhm. Aber das meiste ist da richtig krank gut. Also ganz anders, als wenn ich mir jetzt hier ein Spiegelei mache oder ein Rührei. Krass, ich wusste das gar nicht. Das ist richtig krass. Also als ich in Amerika war, 2020, war ich ja zweimal da, habe ich jeden Tag Ei gegessen. Krass. Aber hier nicht. Ich habe hier auch gar nicht das Bedürfnis danach. Ich sag mal so, wenn es um Leben und Tod geht, würde ich... Also was heißt um Leben und Tod, ne? Aber wenn es ja, du würdest das trinken, ich nicht. Ich würde es eher wahrscheinlich machen als du, wenn es um irgendwas Krasses gehen würde. Ich könnte das nicht. Ich kann diese Konsistenz voll... Nee. Aber lass uns das einfach lassen. Wer würde er sich eine Glatze rasieren? Ich würde es nicht machen. Bruder, ich würde das niemals machen, nachdem meine Haare so gesund geworden sind. Ich würde es auch einfach nicht machen, weil ich einfach aussehen würde wie so ein... Ja, aber bei dir, du willst ja wenigstens Perücken. Ja, du kannst auch Perücken tragen. Nee, ich mag das nicht. Ich auch nicht. Mm-mm. Da wäre ich komplett raus. Ich finde, wenn ich... Ich habe gar kein Gesicht für eine Glatze. Null. Ich würde ich oder was? Das war so selten. Ja, aber ich mache das auf jeden Fall nicht, ey. Niemals würde ich das machen. Es gibt ja viele, die sogar sagen, ja, mach das einmal im Leben, muss man das gemacht haben. Um das mal zu wissen, wie das ist und so. Aber ich würde das einfach niemals machen, weil ich einfach... Ich hätte safe gesagt, du sagst dich, weil du weißt, wie krass ich meine Haare jetzt gezüchtet habe. Nee, und TRP, ich würde das never ever machen. Du hättest aber eher ein Gesicht dafür. Findest du? Ja, eher als ich. Nee, meine Haare, ich muss in mein Gesicht mit meinen Haaren verstecken. Und meine große Stirn und so. Nee, ich habe voll einen Eierkopf. Geht nicht. Also früher, muss ich ehrlich sagen, hätte ich auch mich genommen.
Ja? Ja, aber jetzt, wo ich meine Haare so gezüchtet habe und meine Haare gesund sind, niemals. Also wirklich davor, wenn du mich gefragt hättest, hätte ich gesagt, okay, warum nicht? Aber jetzt, so wie meine Haare jetzt sind, niemals. Ich glaube, wir würden es beide einfach nicht machen. Wer würde eher bei Mitten im Leben spielen? Mitspielen? Ich weiß doch gar nicht gerade, was das für ein Ding ist, aber es ist doch nur Reality-TV, ne? Das ist Assi-TV. Achso, ja, ich würde es trotzdem eher machen. Assi-TV. Wer würde eher sich seine Haare grün färben? Safe du. Ja. Ich nicht, ich bin raus bei Färben, bei Tönen. Aber deine Haare waren doch hier schon grün letztens. Ja, das war aber nicht gewollt, deswegen ich würde halt niemals freiwillig so... Nee, nee. Wer würde eher eine Woche im Regen zelten? Du auch? Du doch nicht! Ja, in der Freiheit nicht, aber im Regen. Ich liebe diese Regengeräusche. Ich glaube, ich würde 24/7 durchpennen. Das wäre so voll geil für mich. Nee, du... Bist du so eine Person, kannst du im Busch kacken gehen? Ja. Ja? Aber da sind auch überall Tiere, die können in deinen Arsch kriechen und so. Ja, okay, du hängst da jetzt nicht 5 Stunden, ne? Also wenn ich so einen Toilettengang hätte, wie manche andere Leute. Guck mal, allein weil du so vor Tieren so krass Angst hast. Allein weil du so voll der... Ja, okay. Du bist bei Duschen, okay, so. Okay. Komm, jetzt hab ich auch mal diskutiert. Also das Ding, so vor Tieren und so, ja, aber im Regen sind eigentlich gar nicht... Doch, Mücken und keine Ahnung was. Oh, nee, bei Mücken bin ich raus, hasse ich. Wer würde eher an einem Marathon teilnehmen? Ja, er. Ja, ich bin halt die unsportlichste Person, die man halt kennenlernen kann. Wer würde eher im Winter Sandalen anziehen? Was? Im Winter Sandalen anziehen? Ja, würde ich auch machen. Echt? Ja. Also ich war schon so draußen, wie gesagt, mit dem Hund von Mama und so. Das ist so, die Nachbarn kennen mich schon so. Wer würde eher einen Kuchen verbrennen lassen? Eigentlich wir beide. Ja, eigentlich echt wir beide. Aber mir ist schon passiert. Ja, mir sind auch schon Brötchen angebrannt, Pizza verbrannt, alles. Das eigentlich nicht, ne? Aber der Kuchen damals, das war uncool. Wer würde eher auf dem roten Teppich stolpern? Warte, ich muss überlegen. Ich weiß gerade gar nicht, wie du auf den Schuhen gehst. Deswegen will ich mal nicht so artig sein und sagen mich. Kannst du gut auf den Schuh laufen? Nein. Ja, aber ich bin tollpatsch. Also ich bin schon sehr oft umgeknickt. Sehr, sehr oft, wenn ich hohe Schuhe anhatte. Nee, ich glaube ich noch. Ich will kein Auge auf mich machen. Ich bin schon echt oft umgeknickt. Ich bin auch schon im Club hingefallen und so, deswegen. Boah, ich weiß nicht, ich glaube sowas ist mir wirklich noch nie passiert, ne? Deswegen würde ich auch sagen, ich. Wer würde eher sich nachts in einem alten, verlassenen Haus gruseln? Ich. Also extra dahin gehen, weil man das will, ne? Nee, wenn du einen einfach so da reinsetzt. Wer würde sich eher gruseln? Ja, ach so, ich würde mich gruseln. Ich gucke nicht mal Horrorfilme. Du guckst auch Horrorfilme, ne? Ich nicht. Ich hab Angst beim Gucken. Ich dachte so einen auf, dass man extra da reingeht, um diese Adrenalin zu dingsen. Nein, nein, das ist wirklich so dieses... Also so habe ich die Frage jetzt verstanden. Ich gucke nicht mal Horrorfilme, also ich bin raus. Ja, okay, was Horrorfilme angeht, ja, aber ich habe Angst, wenn ich die Alex, will unbedingt mit mir zu Movie-Dings, Moviepark? Zu diesem Halloween-Special. Ich habe ein Storytime dazu. Niemals gehe ich dahin. Ich habe mir einfach bei sowas mal... Ich habe mir, glaube ich, in die Hose gemacht. Ich konnte nicht mehr. Ich hatte so Panik. Das war... Warst du da? Nee, nicht Moviepark. Das war so... Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das war in Bergheim oder so damals. Da ist so ein riesen Kirmes und so gewesen. Und die hatten so ein riesen Zelt aufgebaut. Und alle meine Freunde so... Oh mein Gott, wir müssen da reingehen. Das ist voll cool und so. Und die waren da irgendwie alle schon drin. Und ich die einzige so Schisshase Nummer 1... Das Problem ist, diese ganzen Leute haben alle nur Polnisch gesprochen. Die haben kein Wort Deutsch verstanden. Und ich so, bitte hört auf, bitte. Ich war einfach am Heulen, ne? Und ich glaube, ich habe mir wirklich in die Hose gemacht in dem Moment. Also, for real. Ich hatte richtig Panik, weil die sind einfach mit Kreissägen, Kettensägen und den ganzen Scheiß hinter uns hergerannt. Und ich hatte for real richtig Angst. Das soll ja beim Moviepark auch so sein, ne? Also, das war gar nicht mehr lustig für mich. Und ich muss ehrlich sagen, ich würde sowas nie wieder machen. Das war so schlimm. Ich will da auch nicht hin. Deswegen habe ich gefragt, was ein Escape Room ist, weil ich das mit sowas das verbunden habe. Nee, das ist nicht sowas. Okay, also du wirst nicht gejagt. Also es gibt bei Escape Room bestimmt auch so ein Horror-Theme oder sowas, ne? Als Thema, aber das ist nicht sowas. Du musst einfach nur Sachen lösen, musst so Agent sein und... Ja, okay, das ist cool. Ja. Wer würde eher eine Woche auf Klopapier verzichten können? Safe. Ich brauche einfach für jeden... Scheiß. Ich brauche halt einfach immer Klopapier. Also, oh mein Gott. Ach, was ist? Also ich brauche wirklich für alles Klopapier.
egal ob zum Nase putzen oder ich weiß nicht, um Make-up irgendwo wegzumachen. Ich brauche wirklich immer Klopapier. Wer würde eher sich einen Monat nicht die Haare waschen? Hä, du? Ja. Ich dachte jetzt ich wegen meinem. Das ist bei dir auf jeden Fall, kannst du es besser umsetzen, aber ich würde auch einen Monat zu Hause bleiben, einfach nicht rausgehen und. That's me! Ja, ich glaube wir beide. Das klingt so eklig gerade, aber das Ding ist, wir gehen ja noch duschen, ne? Also, aber das ist ja auch gut, wenn man die Haare ausfetten lässt. Ja, viele Leute sehen das nicht als gut, sondern als eklig an. Ich muss ehrlich sagen, ich finde nicht, dass es hier irgendwie eklig aussieht. Aber okay. Wer würde eher in der Öffentlichkeit weinen? Wir beide. Hä? Jetzt sagst du doch, du weinst nicht. Wie? Ich weine nicht? Weißt du, wie oft ich schon geheult habe? Auf der Arbeit, keine Ahnung, irgendwo draußen, im Auto. Ich bin so oft am Heulen, da wo ich heulen muss. Wenn irgendwas passiert, heule ich auch. Ich habe mich noch nie weinen sehen. Das habe ich noch nie, aber Sprachnachricht, ne? Doch. Boah. Safe. Mir fällt jetzt keine Situation ein, wo ich dich mal weinend erlebt habe. Wirklich nicht. Ich habe dir safe schon Memos heulend geschickt. Ich heule so oft. Alter, ich habe so allein, habe ich so eine Liste. Hier habe ich allein eine Liste. Weil ich gegen die Couch renne oder... Nee, deswegen heule ich nicht. Aber ich bin auch sehr schmerzlich. Weißt du nicht, wenn du dir wehtust? Je nachdem, wie ich mich wehtue, wie ich mir wehtue schon. Und dann komme ich mir voll doof vor, weil ich voll die Pussy bin. Und denke ich mir immer so, was soll denn mein Freund von mir denken, dass ich jetzt heule, weil ich mir wehgetan habe? Wer würde eher die schärfste Chili der Welt essen? Also, da ich weiß, dass du scharf gar nicht essen kannst, würde eher ich es essen. Aber so krass scharf kann ich auch nicht vertragen. Ich würde so gerne bei meinem Mann diesen schärfsten Chip der Welt machen, weil der verträgt so krank gut Schärfe. Und ich habe letztes Mal... Aber der kostet, glaube ich, 10 Euro oder so, ne? Die sind voll teuer, die Dinger. Ich glaube sogar 40 Euro. Es gibt nämlich noch ein Update davon. Ach, krass. Wer würde eher seinen Instagram-Account löschen? Hast du dich auch nicht genommen? Ja. Ja. Also ich muss ehrlich sagen, so Social Media, ich verdiene ja mein Geld damit, du ja auch, aber ich würde auch ohne Social Media klarkommen. Ja? Ja. Ich glaube, mir würde es sogar richtig gut gehen ohne Social Media. Das klingt gerade voll bescheuert, aber ich hatte das Thema letztes Mal im Livestream. Ich finde, Social Media macht viel kaputt, also viel so von deinem Selbstwertgefühl und ja, gerade Instagram. Also ich muss sagen, TikTok ist so, das ist, wenn du einmal drin bist, dieses ganze Hochswipen, dann ist vorbei. Das ist Zeitraub-App ohne Ende. Aber bei Instagram ist so dieses, du guckst andere Körper an, ganze Zeit ist einfach so. Bei Instagram, was guckst du denn anderes an, außer Körper von anderen Frauen? Das Ding ist halt, bei TikTok ist ja auch so, dass die Leute sich da viel eher so zeigen, so auch normal, hässlich. Genau. Ne, so richtig exposing und so. Und Instagram ist halt sehr viel nur Aesthetic und nur Fake und, ja, ne? Und deswegen muss ich ehrlich sagen, die App, die für mich immer gewinnen wird, ist YouTube. Weil da, also klar gibt es auch Kamerafilter und so ein Scheiß, ne? Aber... Gibt's das? Du hast doch auch so ein Weichzeichner-Dings auf deiner Kamera. Oh ja, wow, Alter, das ist doch nix. Doch, finde ich schon. Ich finde das voll, das macht kaum einen Unterschied. Also ich weiß nicht, ob manche dieselbe Kamera haben wie du, aber bei gerade im englischsprachigen Bereich haben so viele dieses Dings drauf und mich nervt das. Ja? Ja, weil das ist so... Ich muss jetzt irgendwas hier essen, ey, ich hab so Hunger. Ich wollte sagen, und zwar auf YouTube kannst du zwar schon mit diesem Weichzeichnerfilter, was mir zum Beispiel auf den Nerv geht, machen, aber du siehst viel mehr Realität. Du siehst Haut, du siehst Textur. Deswegen, ich gucke am liebsten auch zum Beispiel Make-up-Videos auf YouTube. Das hat was mit Realität zu tun. Aber manche Leute machen einfach zum Beispiel diese Instagram Get Ready With Me mit Filter und ich denke mir so... Entschuldigung. Das war eine Zeit lang bei mir auch sehr hoch, bis ich Kommentare bekommen habe, warum schminkst du dich gerade mit Filter? Mhm. Ich denke mir so, hey, ich habe gar keinen Filter drauf. Und dann habe ich das gerafft. Das war nämlich von alleine, dass sich das eingestellt hat und die meisten achten da nicht drauf, weil das so nichts mit Filter... Genau, hat nichts mit Filter zu tun. Deswegen bin ich Team YouTube, mag ich persönlich am liebsten. Wer würde eher ein Leben lang ohne Süßes überleben? Ich bin halt einfach... Süßigkeiten-Queen. Ich liebe Süßigkeiten auch übertrieben. Vor allen Dingen ein paar bestimmte Sachen wie Chips und so. Aber du bist halt echt... keine Ahnung. Der ernährt sich nur von Süßigkeiten gefühlt. Wer würde eher von einem 10-Meter-Turm springen? Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Ich würde aber eher sagen, du. Würde ich auch eher sagen. Aber ich hatte... Also, das Ding ist, ich stand ja schon oft auf einem 3-Meter-Turmbrett. Du auch? Ja, ich stand auch schon mal auf einem 10er. Ich bin auch schon gesprungen, aber ich würde es nicht nochmal machen. Also, ich habe schon bei einem 3-Meter-Dings habe ich schon Angst, weil... Ich habe es aber trotzdem schon auch gemacht. Ich habe sogar schon mal Ratschlag von da runter gemacht. Aber ich glaube, bei 5 Meter wäre ich eigentlich schon raus.
Also wir mussten das damals machen. Ich weiß gar nicht, was für ein... wir mussten das machen. Vom 10 Meter Brett springen? Ja. Was? Das war nicht Seepferdchen. Seepferdchen hat ja andere Sachen. Okay, Seepferdchen. Seepferdchen ist nur ein Ring holen und eine Bahn schwimmen. Ja, und in diesen Dingern gab es in diesen... Ich weiß nicht, wie die anderen Dinger heißen. Es kommt Seepferdchen, Bronze, Silber, Gold. Ja, und ich weiß, dass bei uns, bei irgendeinem Abzeichen davon, musstest du von einem 10-Meter-Turm springen. Und ich muss ehrlich zugeben, ich weiß auch nicht mehr, ob ich diese Abzeichen überhaupt habe. Ich glaube, ich war noch nie in einem Schwimmbad, wo es einen 10-Meter-Turm überhaupt gab. Doch, wir mussten das in der Schule machen und ich weiß, dass es auch benotet wurde. Das war so krass, ich hatte einfach so Panik. Alter, 10 Meter ist schon... Also ich weiß nicht, ich finde ja, bei 3 Meter klatschst du schon richtig ins Wasser. Du kannst dich schon auch sehr verletzen, wenn du falsch aufkommst. Aber 10 Meter, Junge, das ist mehr als das Dreifache. Irgendwie nicht so. Also ich weiß nicht, ob du das verwechselst oder so. Also ich glaube, ich verwechsel das auf keinen Fall. Ich weiß, dass ich von einem 10-Meter-Turm gesprungen bin und ich hatte da nicht Bock drauf. Also ich stand da nicht, weil mir gerade langweilig war. Ich glaube aber, wenn wir in einem Format mitmachen würden, was mit so Challenges wäre, wäre ich ein Mensch, ich würde einfach durchziehen, ohne nachzudenken. Weil das Problem ist, wenn du da oben stehst, 10 Minuten und die ganze Zeit, oh mein Gott, ne? Also du, Entschuldigung, aber zum Beispiel, wo war das nochmal? Was habe ich geguckt? Wie heißt das nochmal? Diese getrennten Paare, mir fällt gerade das Format nicht ein. Couple Challenge oder was meinst du? Nee, nicht Couple Challenge, sondern diese getrennten Paare in diesem einen Format. Die mussten, die wurden so prominent getrennt. Genau, das waren so zwei Abteile. Du standest erst hier, das wurde auch hochgefahren und dann musstest du von hier nach oben klettern und von da laufen und springen. Und einen Sack nehmen, ne? Genau. Ja. Und in so einem Moment, du darfst nicht nachdenken. Ja, spring einfach, Alter. Genau. Nee, renn einfach und spring. Ja, genau. So. Das würde ich aber zum Beispiel auch machen, aber das ist für mich was anderes, weil da bist du gesichert und ich weiß, da passiert mir nichts. Das ist für mich viel einfacher, als wenn ich in ein Wasser, also mit einem Wasser springe, nackig, nur mit Badebekleidung und... Nackig! Und dann ins Wasser und dann, dann vielleicht, keine Ahnung, weiß ich nicht. Das ist für mich viel, viel schlimmer als dieses, was du meinst, diese Situation. Ja. Ich wäre einfach gelaufen, gesprungen, hätte den Sack genommen. Aber im Endeffekt ist es viel gefährlicher, Bungee-Jumping zu machen, weil du das Seil reißen kannst. Aber das war ja kein Bungee-Jumping. Naja, aber du bist ja trotzdem an einem Seil befestigt. Ja, das ist ja wie Bungee-Jumping. 2 Meter gefühlt nur runtergefallen mit dem... Nee, die sind schon weit. Naja, aber nicht so krass. Naja, schon. Fand ich nicht. Fand ich jetzt nicht so schlimm. Okay. Es waren auf jeden Fall keine 10 Meter. Und du bist wie gesagt... Doch, ich glaube schon, das ist so. Doch, safe. Das sieht im Fernsehen nicht so weit aus, aber das ist schon tief. Ich glaube, das war ein safe Minimum. Aber das hätte ich trotzdem, ich hätte das auf jeden Fall eher gemacht, als von 10 Meter Brett zu springen. Du? Ich glaube, heutzutage, ich würde nicht mehr von einem 10 Meter Brett springen. Außer ich würde dafür halt Geld bekommen. Ja, genau. Wenn das jetzt zum Beispiel, wenn das eine Challenge wäre, du könntest dir ausruhen, würdest du 10 Meter Brett drunter springen ins Wasser? Mir wäre es egal. Mir nicht. Ich würde auf jeden Fall das andere machen. Mir wäre es egal, weil ich würde halt springen wie eine Kerze, damit nichts passiert. Wenn du natürlich so springst, ne? kannst du dir halt for real alles brechen. Wer würde eher 100 Kilometer am Stück mit dem Fahrrad fahren? Man merkt halt, ich bin Unsportlichkeit in Person. Wer würde eher 3 Tage Wer würde eher 3 Tage ohne Essen aushalten? Hätte ich eigentlich nie gesagt, aber mittlerweile glaube ich schon. Gerade wenn ich so Tage habe, wo so viel passiert und so viel Trubel ist, wie zum Beispiel jetzt mit den Wowbies. Ich habe halt keinen Hunger, wenn man kein Essen hat. Hast du schon mal 3 Tage nichts gegessen? Nein. Ich schon. Ich habe ja Saftkur gemacht. Da habe ich auch nichts gegessen, ich habe nur was getrunken. Also ich hab's schon gemacht. Ja, aber mit Trinken, das würde ich auch aushalten. Aber wenn du jetzt sagen würdest, so nichts essen, nichts trinken, da wäre ich, glaube ich, auch raus. Ja, ich auch. Wer würde eher ein Polizeiauto klauen? Ich würde es nicht machen, ich bin voll der Schisser. Ich bin gesetzestreu. Ich lasse das jetzt mal unbeantwortet. Also klauen an sich würde ich nie, ne? Aber wenn jetzt so eine Situation wäre, wo es um Leben und Tod geht und ich nur überlebe, wenn ich das Polizeiauto mitnehme und auf ein Gaspedal drücke... Dann würde ich das machen. Ich bin auch vielleicht schon mal vor der Polizei weggefahren. Ich bin noch nie in meinem Leben angehalten worden. Und an dem Tag, ich schwöre euch, Samstagabend, 5-mal. Ich dachte mir, Alter, wollt ihr mich verarschen? Die müssen doch irgendwo stehen haben, wen die schon mal angehalten haben. Ich habe mich 5-mal angehalten. Und das war das letzte Mal an dem Tag. Ich war nämlich auf dem Nachhauseweg. Ich dachte mir so, Alter, ich habe keinen Bock mehr. Und dann habe ich einfach das Gas gedrückt. Aber die haben mich trotzdem angehalten. Und dann fragt die mich original noch, ich hatte so einen Zweiteiler an, den gab es damals bei H&M. Lange Cardigan aus Samt in so einem hellblau, Babyblau und kurze Hose. Und die Hose war halt wirklich kurz. Und wenn du sitzt, kennst du kurze Hose, sieht man fast gar nicht. Alter, die guckt einfach in mein Fenster rein und sagt so, haben sie nichts an? Ich guck die so an, ich sag so, was wäre wenn? Ey, ich dachte mir so, willst du mich jetzt komplett verarschen oder was? Und dann 5-mal Alkoholtest. Ich dachte mir so, sehe ich aus wie so, keine Ahnung. Hast halt irgendwann keinen Bock mehr, ne? Hast du da gefahren wie eine besenkte Sau oder warum hat hier dann gar nicht?
ich weiß nicht. Bist du mit dem Auto gefahren, das du jetzt hast? Nee, ich bin mit Car2Go unterwegs gewesen. Also, also so, ich vielleicht weiß haben nicht. Die an dem Tag irgendwie gesucht oder so, der ein Car2Go gestohlen hat oder sowas. Ich kann sagen, ich habe mich echt verarscht gefühlt. Vor allen Dingen 5-mal musste ich pusten und ich habe mich echt gefühlt wie ein Schwerverbrecher. Und irgendwann sah es halt deswegen, also ich würde safe eher. Ja. Wer würde eher auf der Straße überleben? Das ist die letzte Frage. Oh, schwierige Frage. Ich würde vielleicht eher so sagen. Ja, du? Dann sag ich auch du. Nein, keine Ahnung. Aber ich würde nicht alleine überleben, so wenn dann mit meinem Mann. Weil der ist halt ideenreich. Mhm. Der hat so voll die guten Einfälle, was Essen und so angeht. Ja, ich glaube, du wirst besser auf der Straße überleben. So Leute, das war's jetzt von dem Video. Wir hoffen natürlich, es hat euch gefallen. Die Fragen waren sehr interessant. Hast du gut gemacht. Und auf Vanessas Kanal gibt es den zweiten Teil oder mit den Bobbys. Ersten Teil. Genau, da seht ihr auch nochmal ihre Hunde. Und ja, dann war's das. Tschüss. Ah, ich weiß nicht, wo dein Knopf ist.